Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja, gehen wir. Kommt schon. Ich zeige euch den Weg zum Lager der Schleierspringer. Verwundete, 16, die Bettruhe brauchen, und einige unserer erfahrensten Kämpfer werden immer noch vermisst. Uns gehen die Schleierspringer aus. Was auch immer da vor sich geht, ist beunruhigend. Jahel und Milva haben sich aus Demeters Übergang nicht wieder zurückgemeldet. In dem Dorf leben ungefähr 100 Leute. Grob geschätzt. Ihr seid zurück. Und noch am Leben. Sehr gut. Es klingt, als hätte sich die Lage seit unserem Aufbruch deutlich verschlechtert. Dunkle Brut. Sie taucht in ganz Alethan auf und greift jeden an, auf den sie trifft. Wir mussten schon 3 Delish-Ansiedlungen evakuieren. Wir sind auch auf dunkle Brut gestoßen. In der Nähe des Nadas der Thalen. Heißt das, ihr habt es gefunden? Das Nadas der Thalen, den Archivgeist. Wir könnten ihn zu den Göttern befragen, rausfinden, was sie als nächstes vorhaben. Wenn es nicht kaputt wäre, vielleicht. So wie die Dinge stehen, werden wir allerdings in absehbarer Zeit nichts aus ihm herausbekommen. Indessen verschwinden Schleierspringer. Irgendetwas da draußen hat sie verschleppt. Ich weiß, aber wenn wir sie finden, dann... Finden wir vielleicht auch die Götter. Oder zumindest einen Hinweis darauf, wo sie sein könnten. Aber der Alethan-Wald ist riesig. Wo sollen wir da überhaupt mit der Suche nach ihnen anfangen? Demeters Übergang. Was? Irelin, Strife, bei unserer Ankunft sagtet ihr, ihr hättet den Kontakt zu Demeters Übergang verloren. Wir könnten dem auf den Grund gehen. Wir 3, meine ich. Wir 4. Ich komme mit euch. Neth, ihr seid immer noch angeschlagen und... Ich werde mitkommen, Harding. Ich weiß nicht, was ihr dort vorfinden werdet, Rook. Vermutlich nichts Gutes. Ihr könntet aber womöglich Leben retten. Und vielleicht ergibt sich dabei ja auch etwas, das euch auf die Spur der Götter bringt. Das Übergang liegt auf der anderen Seite des Sees. Wir haben an den Anlegern ein kleines Boot. Mit ihm kommt ihr dort rüber. Gebt da draußen auf euch Acht und viel Glück. Okay, wir brauchen ein Boot, um hinzukommen. Machen wir uns auf den Weg zum Anleger. Was habt ihr? Ihr findet hier reichlich Möglichkeiten, eure Münzen loszuwerden. Und da wir uns jetzt kennen, versucht nicht zu sterben, ja? Es kann da draußen.
Scheint, als wäre hier so einiges geschehen. Könnte man so sagen, ja. Magister Tevinters haben hier während des Kriegs die Stadt Arlethan zerstört. Dabei kam jede Menge Blutmagie zum Einsatz. Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt hat, was auch immer Solas getan hat, alles wieder aufgewühlt. Die alte Blutmagie aus dem Krieg. Sie hat die Jahrhunderte überdauert. Uralte Relikte tauchen wie aus dem Nichts auf. Ruinen schweben. Es ist wie eine alte Wunde, die nie ganz verheilt ist. Und die jetzt wieder aufbricht. Eine riesige Eule. Damit hat es doch bestimmt irgendwas auf sich. Können wir los? Neff, seid ihr sicher, dass ihr hierfür bereit seid? Ja, mir geht's gut. Ich kann nicht noch länger untätig rumsitzen. Okay, dann lasst uns gehen. Solch einen dichten Nebel habe ich in dem Mittagsübergang noch nie gesehen. Wie eigenartig. Der Anleger ist eigentlich immer voller Leute, die Waren anbieten, falschen oder herumbrüllen. Es ist immer was los. Hier stimmt etwas nicht. Bleibt wachsam. Hier ist es so still. Zu still. Wo sind die nur alle? Rook, wo wollt ihr hin? Zum Dorfplatz geht's da lang. Ich bin gleich da. Heute ist Markttag. Die Leute sollten draußen sein.
Eier anbieten und Brot kaufen. Aber hier ist das Vieh ausgestorben. Sie haben den Zugang zum Dorf verbarrikadiert. Um irgendwas draußen zu halten? Nein, um etwas drin zu halten. Das ist Verderbtheit. Und sie ist sogar noch schlimmer als im Wald. Müssen Sie... Alles in Ordnung mit euch? Was ist hier passiert? Muss sie drinnen festhalten, dem Bürgermeister gehorchen. Hallo? Ich glaube... Alle müssen hierbleiben. Nein, ihr dürft nicht gehen. Hey, könnt ihr mich hören? Bleibt einfach hier. Dann wird alles gut. Irgendjemand hat mächtige Magie gewirkt, um den Verstand dieser Dorfbewohner zu kontrollieren. Der Dorfplatz. Wir müssen nach Überlebenden suchen. Kommt schon. Wir müssen rausfinden, was hier passiert ist. Adeline. Ich kannte sie. Sie war Bäuerin und hat uns Gewürze verkauft. Die besten in ganz Arlathan. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Ist das da auf dem Dach ein Aravel? Ja, die Verderbtheit muss es irgendwie dort drauf befördert haben. Diese Verderbtheit ist merkwürdig. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, noch nie. Verderbtheit ist normalerweise tot, unbelebt, aber die hier ist lebendig. Okay, gehen wir weiter. Vielleicht gibt es ja noch mehr Überlebende. Was war das? Etwas Großes. Bleibt wachsam! Da drüben, da sind noch zwei Überlebende. Hey, was geht hier vor sich? Muss die Schleierspringer finden. Sie zum Bürgermeister bringen. Sie redet von Jahel und Milva. Sie meinte, sie müsse sie zum Bürgermeister bringen. Wenn wir ihn finden, finden wir also vielleicht auch eure Freunde. Wieso haben sie nach Schleierspringern gesucht? Was hatte der Bürgermeister mit ihnen vor? Noch mehr Leute. Müssen alle zusammentreiben. Müssen sie reinbringen. Ist sie eine der Schleierspringer? Bellara! Jahel! Er lebt! Bellara! Wir helfen euch! Wir holen euch da runter, Jahel! Nein! Hört zu! Die Götter sind zurück. Ich hab sie gesehen, sie gehört. Die Götter waren das? Ein Blutritual, um Verderbtheit freizusetzen. Die Dörfler, sie sagten, sie bräuchten Macht. Seid vorsichtig. Thank you.
Kommt schon, das klang, als käme es aus der Nähe. Bürgermeister dieses Dorfes. Das Dorf? Seine Bewohner? Sind sie... Verderbt. Tot. Sie alle. Ihr habt sie den Göttern überlassen, nicht wahr? Nicht wahr? Sie waren in meinem Kopf. Haben mit meinen Gedanken gespielt. Sie haben mich dazu gebracht. Bitte, helft mir. Ihr geht nirgendwo hin, solange ich nicht die ganze Geschichte kenne. Ich habe versucht, meine Leute zu beschützen. Das müsst ihr mir glauben. Die Götter wollten, dass ich die Schleierspringer ins Dorfzentrum locke. Alle anderen sollten einfach nur zusammengetrieben werden, um als erste Zeugen von Gilladanes prachtvoller neuer Schöpfung zu werden. Sie haben mir Gold gezeigt. So viel Gold! All das hier für Gold? Die Dorfbewohner, die Schleierspringer, die Verderbtheit ist überall! Demeters Übergang ist eurer Gier zum Opfer gefallen! Ich wusste es nicht. Ihr versteht nicht, wie es war, diese Stimmen zu hören. Die Götter haben seine Gier und Angst ausgenutzt. Und? Soll ich deshalb etwa Mitleid mit ihm haben? Ich sage, wir lassen ihn hier. Aber das wäre mein Tod! Die Verdammtheit ist überall. Was, wenn der Drache zurückkommt? Wenn wir euch gehen lassen, lauft ihr doch sowieso nur wieder direkt zu den Göttern. Sie waren in seinem Kopf. Ihr Einfluss könnte noch anhalten. Ich weiß jetzt, was sie tun. Ich werde mich nicht wieder verlocken lassen, das schwöre ich euch. Rook? Holen wir ihn da raus. Was? Jeder in diesem Dorf ist seinetwegen tot. Ich weiß. Und warum verschont ihr ihn dann? Weil wir niemanden umbringen. Nicht so. Wir sind keine Mörder. Wir sind nicht wie die Götter. Ich danke euch. Ich kann auf eure Dankbarkeit verzichten. Lasst mich euch einen Rat geben. Wappnet euch. Ich habe ihre Macht gespürt. Die Versprechungen, die sie machen. Man kann dem nicht widerstehen. Dann strengt euch nächstes Mal mehr an. Lasst es mich nicht bereuen, dass ich euch gerettet habe. Ja, natürlich. Ihr solltet euch allerdings eher um den Rest der Welt Sorgen machen. Ansonsten wird das hier unser aller Zukunft sein. Das Nichts hatte sich geöffnet und die Götter waren frei. Dank Solas erwachten sie in einer Welt, in der ihr Reich, ihre Untertanen und sogar die anderen Götter fort waren.
Doch ihnen blieb die Macht der Verderbtheit. Und die Auslöschung eines Dorfes war erst der Anfang. Sie wollten Kontrolle über noch mehr Verderbtheit. Über alles, um ihr Reich wieder aufzubauen. Aber das Streben nach Macht erfordert einen Preis. Und alle würden ihn bezahlen müssen. Habt ihr unsere Späher gefunden? Sie sind tot. Tut mir leid. Elganan und Gelenain haben sie in einem Ritual geopfert. Bei den Schöpfern. Was ist mit dem Rest des Dorfes? Durch das Ritual wurde überall Verderbtheit freigesetzt. Das gesamte Dorf wurde von ihr verschlungen. Die wenigen Überlebenden werden durch Blutmagie kontrolliert. Ihr Verstand ist zerstört. Elganan und Gelenain haben sie wie Marionetten benutzt. Das Ganze war eine Machtdemonstration. Sie werden nicht ruhen, ehe ihr nicht vor ihnen kniet. Ängstlich, kauernd, hilflos angesichts derartiger Kräfte. Lady Morrigan? Für euch einfach Morrigan, Späherin Harding. Welch Freude, euch wiederzusehen. Rook, das ist Morrigan, eine alte Bekannte. Ich dachte mir, sie könnte uns vielleicht helfen. Morrigan hat der Inquisition geholfen, als Varric und ich noch Teil von ihr waren. Mit Ausnahme von Solis wusste sie mehr über altelfische Magie als jeder andere. Es war damals ebenso Vergnügen wie Notwendigkeit zu helfen und das gilt auch heute. Um Elganan und Gelenain aufzuhalten, bedarf es vieler Hände. Also, wer genau seid ihr? Ich war schon vieles. Beraterin in Orlais, Hexe der Wildnis, Freundin der Inquisition. Hier jedoch bin ich nur eine Ratgeberin in arkanen Fragen. Hexe der Wildnis? Ein Ehrentitel, geboren aus Gerüchten und Übertreibungen. Der furchterregende Ruf eurer Widersacher hingegen ist wohl verdient. Diese finstere Wendung der Ereignisse wird nur der Anfang sein. Dann danke ich euch schon jetzt für eure Hilfe. Wie erfrischend. Und ich danke euch ebenfalls. Ich weiß euer entgegenkommendes Wesen zu schätzen. Was könnt ihr uns über das alles sagen? So gefährlich Solis selbst auch sein mag, war es doch gerechtfertigt, dass er die Götter eingesperrt hatte. Sie jetzt gewähren zu lassen, würde für Thedas das Ende bedeuten. Nur um das klarzustellen. Ihr wisst, dass euer alter Freund Solis der Schreckenswolf ist, richtig? Inzwischen schon, ja. Das erklärt auch, weshalb er derart viel über altelfische Geschichte wusste. Und warum er so verärgert war, als ich versuchte, sie ihm zu erläutern. Aber gut, auch wenn ich nicht über sein Maß an Wissen verfüge, bin ich doch gern bereit, das, was ich weiß, mit euch zu teilen. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Wenn wir die Götter nicht aufhalten, könnte am Ende die ganze Welt wie Demeters Übergang aussehen. All diese Schrecken nur, weil ein paar machthungrige Götter auf noch mehr Macht aus sind. Wann waren die Mächtigen unter uns je anders? Wie halten wir sie auf? Seht sie nicht als Götter, sondern als das, was sie sind. Uralte, mächtige Magier. Um ihnen entgegenzutreten, benötigt ihr selbst beträchtliche Magie.
Als ihr das Ritual des Schreckenswolfs unterbrochen habt, seid ihr da zufällig auf eines der Werkzeuge gestoßen, die er genutzt hat? Er hatte einen Dolch, aber der ging in dem ganzen Chaos verloren. Dann tätet ihr gut daran, nach ihm zu suchen. Er ist in euren Händen besser aufgehoben als in denen der Götter. Könnte Solus sonst noch etwas besitzen, das uns eventuell weiterhilft? Wir sind in seinem... Naja, er nennt es den Leuchtturm. Ah, natürlich. Die legendäre Zuflucht des Schreckenswolfs. Es heißt, sein Illuvien, der V-Reverse, ermögliche Reisen zu jedem anderen Illuvien. So funktioniert er nicht. Im Moment führt er nur nach Alethan. Ich kann einen Blick darauf werfen. Vielleicht kann ich ihn sogar reparieren. Ich kenne Illuvien besser als die meisten anderen. Wir würden uns über jede Hilfe freuen. Wenn Illuvien noch so funktionieren wie früher. Mittlerweile ist jede Magie anders. Unsere Götter sind zurück. Unsere Götter! Und sie töten Leute und verderben die Welt. Wie bieten wir dem die Stirn? Wir haben keine Wahl. Wir bekämpfen die Götter nach besten Kräften. Außer uns wird es nämlich niemand tun. Ihr repariert den Illuvien im Leuchtturm und wir suchen den Dolch. Danach besprechen wir unsere nächsten Schritte. Vor uns liegt eine große Aufgabe. Machen wir uns an die Arbeit. In der Tat. Bereitet euch gut vor und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht. In Zeiten wie diesen werden Legenden geboren. Oder erschlagen. Ich werde euch in dieser Schlacht jedenfalls nach Kräften unterstützen. Alles klar. Gehen wir. Das Wort. Es muss getan werden.